Zukunft, Arbeit, Leben. Das ist das Motto der Bildungsmesse der Arbeiterkammer Niederösterreich in St. Pölten. Ein Mix aus Spaß, jede Menge Informationen und auch bereits erste Praxisversuche in verschiedensten Lehrberufen werden den Kindern hier geboten. Sie sehen sehr viel von den unterschiedlichsten Berufen. Sie sehen nicht nur die Berufsbilder, sondern sie sehen auch, welche handwerklichen Fähigkeiten da zum Teil abgefragt werden. Sie können sich selbst nicht nur ein Bild machen, sondern sie können auch selbst Hand anlegen und schauen, bin ich geschickt, wo bin ich besonders geschickt, wo bin ich begabt. Und wir haben also auch einige Schmankerln, Spiele. Wir haben aus allen Bereichen sehr viel Geschmackiges quasi eingebaut in diese Messe, sodass das also eine kurzweilige, lustige Angelegenheit ist und trotzdem lehrreich und ein guter Einstieg in die Arbeitswelt. Also grundsätzlich ist es so, es ist wichtig, dass wir den Jugendlichen, den künftigen Fachkräften auch zeigen, welche Berufe gibt es. Wir haben bei 240 Lehrberufen. Und wenn man sieht, die meisten Lehrlinge sind in maximal 10 Lehrberufen und bei den 10 in den ersten 3. Also bei Burschen Kfz-Techniker ein Klassiker. Ja. Bei den Mädchen nach wie vor Friseurin. Und wir wollen Ihnen die Vielfalt zeigen, weil wir hier auch ganz, ganz tolle Aussteller begrüßen können. Wir haben unmittelbar hier im Zentrum von St. Pölten alle Lehrstellenanbieter. Wir bieten im Bereich der Schulen eigentlich jeden Schultyp an. AHS, BHS, private Schulen, um wirklich die Vielfalt hier zu zeigen, um wirklich auch zu sehen, was gibt es eigentlich. Möglich wird diese Informationsvielfalt durch eine enge Zusammenarbeit bewährter Partner. Was ich wirklich sehr, sehr begrüße und es mich wirklich freut, ja, dass wir hier gemeinsam als Sozialpartner, als Behörden, ja, als Landes-, sage ich, Schulrat diese Messe hier unterstützt wird, dass es viele Aussteller gibt aus Wirtschaft, viele Aussteller aus Schulen, was ganz wichtig ist, weil wir, glaube ich, gemeinsam Interesse haben sollen, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Wir haben hier wirklich ganz, ganz tolle Lehrwerkstätten, die unter anderem auch alle ausgezeichnet sind mit einem staatlichen ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb. Wir werden auch unterstützt, wie gesagt, vom Landesschulrat Niederösterreich, dass es hier eine Messe ist, wo wir ja, muss man sich vorstellen, die nächsten Tage über 4000 Schülerinnen und Schüler wieder erwarten. Also sensationell und ich glaube, ein jeder weiß, hier geht es um junge Menschen. Hier geht es um die Ausbildung, hier geht es um die qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zukunft. Und da gibt es kein Trennen, da sind wir gemeinsam im Boot.